Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frank Ernst vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung. Der BTGA ist ein Verband, der Mitglieder aus der technischen Gebäudeausrüstung vertritt. Unsere Mitglieder sind ausführende Unternehmen und damit größer als ein klassisches Handwerksunternehmen. Das heißt, unsere Mitgliedsunternehmen sind zwischen 30, 40 Mitarbeitern bis hin zu knapp 10.000 Mitarbeitern stark und machen Anlagenbau. Sie führen in der Regel nicht nur ein einzelnes Gewerk aus, sondern sie betreuen die komplette Baustelle über Klima, Lüftung, Kälte, Heizung, Sanitär, Elektrotechnik bis hin zur Automation von Gebäuden. Das ist der Kern und das ist die Aufgabe unserer Mitglieder. Ich würde jetzt gerne übergeben an unseren technischen Geschäftsführer Clemens Schickel. Wir sind die Klimaschützer im Gebäude. Das muss ich so ganz klar posten. Wir tragen dazu bei, dass die Gebäude weniger CO2 ausstoßen, energieeffizienter betrieben werden, länger leben und digitalisiert werden können. Finde ich ganz wichtige Perspektiven in die Zukunft, bei der wir unsere Unternehmen unterstützen wollen, bei denen wir Hilfestellungen geben. Wir arbeiten mit BTGA-Regeln, wir formulieren selbst Anforderungen an Ausführungsthemen. Wir unterstützen die Unternehmen dadurch, dass wir Arbeitshilfen formulieren zu Anforderungen an Normen. Wir unterstützen Unternehmen durch Politikarbeit. Wir begleiten Gesetzgebungsverfahren. Den Punkt Klimaschutz würde ich gerne nochmal aufgreifen. Welche Beteiligung hat der Verband? Welche Beteiligung haben die Mitglieder und die TGA-Unternehmen in Gänze überhaupt am Klimaschutz? Das Marktvolumen der TGA-Unternehmen, und damit meine ich nicht nur des Anlagenbaus, sondern auch des Handwerks, liegt bei einem Jahresumsatz von 87 Milliarden Euro. Daran sieht man die große Wirtschaftskraft, aber auf der anderen Seite, was bedeutet das für den CO2-Ausstoß? Der CO2-Ausstoß von Gebäuden liegt bei ungefähr 80% des CO2-Ausstoßes der Mobilität. Das heißt, nur geringfügig darunter. Dementsprechend sieht man auch, was für ein großer Hebel die TGA in der gesamten Bedeutung des Klimaschutzes hat.